Okay, dann lasst uns doch mal starten, meine Lieben. Ihr seht, ich habe eine Reihe von unserem Grundgerüst gemacht. Das verlinke ich euch wieder am Ende des Videos. Und dann habe ich für die zweite Reihe schon mal unseren Anfang gemacht. So, dann machen wir eine Luftmasche nach dem Anfang. Lassen hier unten zwei Stäbchen aus und ins dritte Stäbchen häkeln wir insgesamt drei Stäbchen, also 3 in 1. Und 3. So. Dann haben wir wieder eine Luftmasche. Und schon sind wir bei unserer Mitte. Das heißt, 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und nochmal 2 Stäbchen in unsere Mitte. So, danach gibt es wieder eine Luftmasche. Unten lassen wir wieder 1, 2 Stäbchen aus. Und ins dritte Stäbchen machen wir wieder insgesamt 3 Stäbchen, also wieder 3 in 1. So, dann wieder eine Luftmasche und dann machen wir unser Ende. Das heißt, 2 Stäbchen quasi ins Loch. Dann eine Luftmasche und ein Stäbchen ins oberste der 3 Windeluft, in die oberste der 3 Windeluftmaschen. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wenden die Arbeit. Machen ganz normal unseren Anfang wieder, also noch 2 Stäbchen hier in die Lücke. 2-mal. So, dann kommt noch ein normales Stäbchen. So, dann eine Luftmasche. Dann machen wir ein Reliefstäbchen in das erste der 3 von der Vorreihe, ein Reliefstäbchen vorne eingestochen, so, und dann machen wir dahinter, also dann wieder als verkreuzt, hier in die Luftmasche vor den 3 Stäbchen, machen wir auch ein Stäbchen, so, dann ein Reliefstäbchen ins mittlere Stäbchen, so, dann ein Stäbchen hier in die Luftmasche und dann noch ein Reliefstäbchen hier in das dritte, dem von der Dreierkombi wieder. Also ihr seht, es ist genauso wie Variante 1, nur dass davor und danach dann jetzt immer eine Luftmasche kommt. Das heißt, wir machen auch jetzt wieder eine Luftmasche, lassen dann dieses Stäbchen hier aus und dann ins andere Stäbchen, also ins darauffolgende, machen wir ein Stäbchen. Danach machen wir ganz normal unsere Mitte.
Nach unserer Mitte kommt noch ein Stäbchen. Dann kommt eine Luftmasche. Nun kommt ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen in das erste der Dreierkombi wieder. Dann kommt ein Stäbchen in die Luftmasche davor, dass wir wieder verkreuzte Stäbchen haben. So. Dann ein Reliefstäbchen in das mittlere Stäbchen. Dann ein Stäbchen in die Luftmasche nach der Dreierkombi. Und dann ein Reliefstäbchen in das dritte der Dreierkombi. Hier rein, so. Dann eine Luftmasche. Dann dieses Stäbchen auslassen und in das nächste dann eine, auch wieder ein Stäbchen. Und dann ganz normal unser Ende häkeln. Das heißt, zwei Stäbchen in die Lücke. Dann wären wir schon so weit. Dann wieder 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und unseren Anfang. So. Jetzt macht ihr noch zwei Stäbchen in die folgenden zwei Stäbchen. Das nächste Stäbchen wird ausgelassen, dafür machen wir eine Luftmasche. Dann kommt ein Reliefstäbchen hinten eingestochen, also hier in das Reliefstäbchen der Vorreihe. So. Dann kommt ein Stäbchen hier noch in diese Luftmasche rein. Da haben wir wieder verkreuzt. Da müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht durch das Stäbchen dann durchstecht, durch das Reliefstäbchen. So. Dann kommt ein normales Stäbchen. Nicht vergessen, das hier ist das Reliefstäbchen. Das wird ausgelassen, weil wir haben es ja unten, wir haben ja ein Reliefstäbchen rausgemacht. So, dann in das normale Stäbchen ein Stäbchen. Dann in das mittlere Reliefstäbchen wieder. Ein Reliefstäbchen hinten eingestochen. So. Dann kommt ein normales Stäbchen. So, und dann kommt ein normales Stäbchen hier in die Luftmasche, also in die Lücke rein. So, und dann noch ein Reliefstäbchen hinten eingestochen in das dritte Reliefstäbchen hier, damit wir auch hier wieder verkreuzte Stäbchen haben. So. Dann eine Luftmasche, das erste Stäbchen hier auslassen, die anderen zwei häkeln. Dann unsere Mitte. So, wir haben unsere Mitte, dann noch zwei normale Stäbchen.
und jetzt wieder eine Luftmasche. Dann ein Reliefstäbchen ins erste Reliefstäbchen der Vorreihe, also hier. Dann wieder in die Luftmasche davor wieder ein normales Stäbchen rein. Und ich klappe das gerne so um und hebe mir das so fest, damit ich nicht in das Reliefstäbchen dann reinsteche. So. Es klappt sich ja dann wieder hoch. Dann ein Stäbchen in dieses Stäbchen hier. Ein Reliefstäbchen hinten eingestochen wieder ins mittlere. Dann kommt ein normales Stäbchen. So. Dann nochmal ein normales Stäbchen und zwar in die Luftmasche danach. Und dann noch ein Reliefstäbchen in das dritte hier. So. Dann eine Luftmasche. Hier unten das erste Stäbchen auslassen und dann zwei normale Stäbchen und dann ganz normal unser Ende. So. Dann wieder vier Luftmaschen. Ganz normal dann unseren Anfang. So. Dann eine Luftmasche. Unten ein Stäbchen auslassen. Nein, zwei Stäbchen auslassen, Entschuldigung. Und in das dritte Stäbchen arbeiten wir drei Stäbchen rein. Eins, zwei und drei. So, dann wieder eine Luftmasche. Dann machen wir ein Stäbchen hier in, also wir lassen das Reliefstäbchen aus und ein Stäbchen in die nächste. Dann häkeln wir das Reliefstäbchen. Dann kommt wieder ein normales Stäbchen. Dann das mittlere Reliefstäbchen wieder vorne einstechen. Dann wieder ein normales Stäbchen. Dann das Reliefstäbchen. Und dann dahinter das andere verkreuzte hier. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Dann eine Luftmasche. Die Luftmasche da unten und ein Stäbchen auslassen und ins zweite dann insgesamt drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. So, dann noch eine Luftmasche und dann ganz normal die Mitte häkeln und auf der anderen Seite spiegelgleich wieder runter häkeln. Das werde ich jetzt mal schnell machen, das dürft ihr auch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gut, ich habe die Reihe fertig gemacht und dann gleich unseren Anfang plus noch ein weiteres Stäbchen plus eine Luftmasche. So, jetzt kommt ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen in das erste der Dreierkombi wieder.
Wenn ich es denn hinkriege. So. Und dann kommt noch ein Stäbchen hier in diese Luftmasche. So. Dann kommt ein Reliefstäbchen in das mittlere der Dreierkombi. Dann ein Stäbchen hier in die Luftmasche und dann noch ein Reliefstäbchen in das letzte der Dreierkombi, auch wieder hinten eingestochen. So, dann kommt eine Luftmasche. Schaue ich gerade. Ja. Dann 1, 2 auslassen hier. Das eine ist hier dieses Stäbchen. Dafür ist jetzt die Luftmasche da. Das nächste ist das Reliefstäbchen. Das lassen wir auch erstmal aus. Und dann das normale Stäbchen. Dort machen wir jetzt ein Stäbchen rein. Dann danach in das Reliefstäbchen ein Reliefstäbchen natürlich. So. Na, jetzt hat. Dann in das Mittelstäbchen auch wieder ein Reliefstäbchen. Dann in das dritte Reliefstäbchen ein Reliefstäbchen. So. Und dann noch ein Stäbchen. Wir haben ja hier noch ein Stäbchen, das haben wir ausgelassen. Da noch ein Stäbchen rein, dass wir wieder die überkreuzten haben. So. Jetzt. Dann haben wir eine Luftmasche. Dann machen wir ein Reliefstäbchen in das erste der Dreierkombi. Dann ein normales Stäbchen hier wieder in die Luftmasche. So. Dann ein Reliefstäbchen ins mittlere Stäbchen. Dann ein normales Stäbchen hier in die Luftmasche. Und dann noch ein Reliefstäbchen in das dritte der Dreierkombi. So. Dann eine Luftmasche. Dann haben wir hier unten die zwei Stäbchen. Eins lassen wir aus, ins zweite machen wir ein Stäbchen, dann wieder ganz normal die Mitte und auf der anderen Seite wieder spiegelverkehrt runterhäkeln. Das werde ich jetzt machen, das dürft ihr auch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, meine Lieben, kommen wir zur Reihe Nummer 7. Ich habe unseren Anfang gemacht, dann noch zwei weitere Stäbchen und eine Luftmasche. Dann kommt hier das Reliefstäbchen dran, diesmal wieder vorne eingestochen. Und dann kommt ein normales Stäbchen noch hier in die Luftmasche davor. So, dann kommt ein normales Stäbchen hier in dieses Stäbchen. Dann ein Reliefstäbchen in das Stäbchen in der Mitte. Dann ein normales Stäbchen, das darauf folgende. So. Dann ein Stäbchen hier in die Luftmasche.
So, und dann noch ein Reliefstäbchen ins Reliefstäbchen. So. Jetzt kommen zwei Luftmaschen. Dann maschen wir jetzt die drei Reliefstäbchen zusammen ab. Stechen auch ein wie beim Reliefstäbchen. Holen den Faden. Und ihr wisst ja, wir beenden das dann nicht ganz und immer. Ganz wie bei, wenn ihr drei normale Stäbchen zusammen abmascht. So, und das dritte. So, und dann alle drei zusammen. So. Dann wieder zwei Luftmaschen. Dann in das Reliefstäbchen einstechen. Wieder ein Reliefstäbchen. Dann dahinter wieder ein Stäbchen in die Luftmasche. Dann kommt hier rein ein normales Stäbchen. Dann ein Reliefstäbchen ins mittlere Stäbchen. Dann wieder ein normales Stäbchen. Dann wieder das Reliefstäbchen erst auslassen und ein normales Stäbchen hier in die Luftmasche. Und dann noch ein Reliefstäbchen. Also hier das Reliefstäbchen wieder bearbeiten. Jetzt. So. Dann eine Luftmasche. Und dann noch zwei normale Stäbchen. Also das erste hier auslassen und in die zwei Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Dann wieder ganz normal die Mitte und spiegelgleich wieder hier runter arbeiten. Das werde ich machen, dürft ihr auch machen. Dann sehen wir uns zu Reihe 8 wieder. So ihr Lieben, kommen wir zu Reihe 8. Ich habe unseren Anfang gemacht plus eine Luftmasche. Jetzt lassen wir hier unten wieder zwei Stäbchen aus und ins dritte haben wir wieder unsere Dreierkombi, also 3 in 1. So, dann kommt noch eine Luftmasche. So, dann kommt hier ein Stäbchen in dieses Stäbchen hier. Und dann wieder ein Reliefstäbchen in das andere Reliefstäbchen hier, damit wir wieder überkreuzt haben. Tut mir leid, ich bin heute schon wieder ein bisschen flatterig. So. Reliefstäbchen. Dann ein Stäbchen in dieses normale Stäbchen hier. Dann kommen wir wieder zum mittleren Reliefstäbchen. Da auch wieder einfach rein. Nächste Stäbchen, dann ein Stäbchen. Dann kommt das hier wird ausgelassen und als nächstes kommt das dritte Reliefstäbchen. So. Und dann kommt noch ein Stäbchen in das, was wir gerade ausgelassen haben. Schaut das Ganze dann aus. Dann kommt eine Luftmasche. Und jetzt haben wir hier die drei, die wir vorher zusammen abgemascht haben. Hier oben rein kommen jetzt wieder drei Stäbchen. Eins. Zwei. Und drei. Dann eine
Duftmasche. Dann hier haben wir das Reliefstäbchen, das lassen wir jetzt aus. Und dann ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Dann machen wir das Reliefstäbchen. So. Dann ein Stäbchen in dieses Stäbchen hier. Dann ein Reliefstäbchen ins mittlere Reliefstäbchen. Dann ein normales Stäbchen hier. Dann lassen wir das Stäbchen erstmal wieder aus und machen wieder das Reliefstäbchen. Und dann ein Stäbchen in das gerade ausgelassene Stäbchen. So. Und dann noch eine Luftmasche. Dann lassen wir hier das erste Stäbchen aus und ins zweite kommt wieder unsere Dreierkombi. So, dann eine Luftmasche, dann wieder ganz normal die Mitte machen und wieder spiegelgleich hier die Seite runter häkeln. Das mache ich jetzt auch wieder, dürft ihr auch machen und dann sehen wir uns zu Reihe 9 gleich wieder. Bis gleich. Gut, meine Lieben, Reihe 9, die vorletzte Reihe. So, ich habe unseren Anfang gemacht, plus ein Stäbchen, plus eine Luftmasche. Jetzt machen wir ein vorne eingestochenes Reliefstäbchen in das erste Stäbchen der Dreierkombi. Und dann machen wir ein Stäbchen in die Luftmasche davor. Dann ein Reliefstäbchen ins mittlere der Stäbchen. Dann ein Stäbchen hier in diese Luftmasche. Und ein Reliefstäbchen ins dritte der Dreierkombi. So. Dann machen wir eine Luftmasche. Dann, die Luftmasche ist jetzt hier über diesem Stäbchen. Das Reliefstäbchen lassen wir aus. Und in dieses normale Stäbchen hier machen wir ein Stäbchen. Und dann machen wir das Reliefstäbchen davor. Dann das mittlere Reliefstäbchen. Dann lassen wir das Stäbchen danach hier aus und machen das dritte Reliefstäbchen. Und dann ein Stäbchen in das gerade ausgelassene Stäbchen. So. Danach machen wir eine Luftmasche. Dann haben wir wieder hier eine Dreierkombi, machen wir wieder ein Reliefstäbchen ins erste Stäbchen. Dann ein Stäbchen in die Luftmasche davor. Dann ein Reliefstäbchen ins mittlere Stäbchen. Dann lassen wir das dritte erstmal wieder aus und machen ein Stäbchen hier in die Luftmasche. So. Und dann ein Reliefstäbchen ins dritte Stäbchen. So, dann eine Luftmasche. Dann haben wir hier das Reliefstäbchen und in das Stäbchen danach machen wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir das Reliefstäbchen, das erste, dann das mittlere Reliefstäbchen, das Stäbchen nach dem mittleren lassen wir erstmal hier wieder aus, hier das da, und häkeln das dritte Reliefstäbchen und
Dann machen wir ein Stäbchen in das gerade ausgelassene Stäbchen. So. Dann eine Luftmasche. Dann ein Reliefstäbchen ins erste der Dreierkombi. Dann ein Stäbchen in die Luftmasche davor. Ein Reliefstäbchen ins mittlere Stäbchen. Dann das dritte Stäbchen erst auslassen und ein Stäbchen in die Luftmasche. Und dann ein Reliefstäbchen ins dritte der Dreierkombi wieder. Dann eine Luftmasche. Dann habt ihr hier noch die zwei Stäbchen. Das erste auslassen, ins zweite wieder ein Stäbchen. Dann wieder ganz normal die Mitte häkeln und die zweite Seite spiegelgleich runter häkeln. Das mache ich jetzt, dürft ihr auch machen. Und dann sehen wir uns zur letzten Reihe gleich wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, kommen wir also jetzt zur letzten Reihe. Ich habe unseren Anfang gemacht. Plus zwei Stäbchen plus eine Luftmasche. So, jetzt häkeln wir ins erste Reliefstäbchen wieder rein. So. Und dann kommt ein Stäbchen in die Luftmasche. So umklappen und festhalten, dann geht es einfacher. Na? Profi-Effekt. So, jetzt hat. Dann kommt ein Stäbchen hier in dieses Stäbchen von vorher. Dann kommt das mittlere Reliefstäbchen. Da machen wir auch wieder eins. Dann wieder ein normales Stäbchen hier in dieses. So, dann das Reliefstäbchen erst auslassen und ein Stäbchen in die Luftmasche. Dann das Reliefstäbchen häkeln. So. Dann zwei Luftmaschen. Denn wir haben jetzt hier wieder drei Reliefstäbchen, die wir zusammen abmaschen werden. Also. Das erste, dann das zweite und dann das dritte. So und einmal abmaschen, dann wieder zwei Luftmaschen, dann zuerst das erste Reliefstäbchen. Dann ein Stäbchen in die Luftmasche davor. Dann hier in dieses Stäbchen ein normales Stäbchen. Dann ein Reliefstäbchen ins mittlere. Dann hier wieder ein normales Stäbchen. Dann das Reliefstäbchen erst auslassen, ein Stäbchen in die Luftmasche und dann das Reliefstäbchen häkeln. So, dann wieder eine Luftmasche und noch eine zweite. Denn wir maschen wieder ab. Immer bevor drei zusammen abgemascht werden, sind es zwei Luftmaschen. Ansonsten ist es immer nur eine. Also dann machen wir unsere drei Reliefstäbchen und maschen die zusammen ab. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dann einmal komplett durch. So,
dann wieder zwei Luftmaschen, dann das Reliefstäbchen, dann ein Stäbchen hier wieder in die Luftmasche. Dann ein Stäbchen in dieses Stäbchen hier. Dann ein Reliefstäbchen, ein gerades. Das ist wieder das mittlere. Dann ein normales Stäbchen. So. Dann noch ein normales Stäbchen in die Luftmasche. Das Reliefstäbchen wird erstmal ausgelassen. Und danach wird das Reliefstäbchen wieder gehäkelt. So, dann eine Luftmasche. Dann lassen wir hier unten das erste Stäbchen aus, machen hier noch zwei Stäbchen rein. Und dann wird wieder ganz normal unsere Mitte gehäkelt und dann die andere Seite wieder spiegelt gleich runter. Das werde ich jetzt machen, dürft ihr auch machen und dann sehen wir uns gleich zum Ende wieder. Bis gleich! So, meine Lieben, ich bin fertig. So schaut das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es ist etwas luftiger und Variante 3 ist dann luftig. Ja, ihr Lieben, natürlich wichtig ist gerade bei sowas hier, durch die Reliefstäbchen und Stäbchen, ist der Rand ein bisschen wellig. Also das würde ich wirklich, wenn ihr wollt, dass es schön gerade aussieht, wirklich spannend. Dann sieht es auch wirklich gut aus. Gut, ihr Lieben, dann war es das für heute. Und mir bleibt wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, mir hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ich konnte es euch wieder gut genug erklären. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch einen ganz schönen Tag, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao!